steht dir nun offen. Ich sehe nichts. Tritt näher. Das ist eine blöde Idee, hä? Er ist auch nur eine Versteinerung. Er hält etwas in der Hand. Ein Buch. Geron, bist du hier? Breda. Ah, du bist noch da. Ist Ulrich oben? Nein, er liegt dort hinten auf dem Boden, der Staubhaufen. Das ist nicht dein Ernst. Vielleicht setzt du dich erst mal. Ich muss dir etwas zeigen. Er liegt dort hinten auf dem Boden. Interessant. Es ist ein Tagebuch, geschrieben von einem Luftmagier, der zu Sadjas Zeiten in Draconia lebte. Hier, die anstehende Schlacht in der Gorischen Wüste, das heilige Heer vor unseren Toren, verlangte man auch von uns, einen Teil in diesem beispiellosen Blutbad zu spielen. Meinst du, das Buch gibt uns einen Hinweis, wie wir den Weg nach Draconia finden? Ach, Geron, das Buch ist der Weg nach Draconia, wie jedes Buch ein Tor sein kann. Ah, das sieht nach einer guten Stelle aus. 19. Boron, 590 nach Bosparans Fall. Kapitel 5. Ich befand mich gerade auf dem Weg zu den Laboren der Erzfakultät, als Admiral Vahim mich überraschend im Hauptgang abfing. Eure Haltung ist untragbar, Xerxes. In 3 Tagen werden die Dämonenhorden über Aventurien herfallen. Glückwunsch. Wenn mein Heer untergeht, dann ist es eure Ignoranz, die uns zu Fall brachte. Ach, Admiral, ich weiß doch, ich weiß. Aber ihr übertreibt. Wir sind einfache Elementarmagier. Wir haben uns in diese Hallen zurückgezogen, weil uns die Belange der Welt ermüden. Wir sind keine Krieger. Ihr gebietet über die Elemente. Ihr könnt mit euren Geistern Wirbelwinde über die gegnerischen Horden schicken oder einen infernalen Feuersturm. Keshal Ri selbst ist Zeuge eurer Macht. Schwebesteine sind eine Sache, Krieg eine andere. Schlagt euer kleines Geplänkel bitte alleine. Ich wiederholte meine Worte vom Vortag, betonte, dass wir das Gleichgewicht der Sphären nicht bedroht sahen und erlaubte mir sogar einen kleinen, raffinierten Wortwitz über den militärischen Eifer unserer Zeit, der zu meiner Enttäuschung jedoch nicht als solcher verstanden wurde, als die Geister am Tor auf einmal ihre Pforte öffneten. Sie hat's geschafft. Erwartet ihr jemanden? Nein. Herzlich willkommen im Konzil der Elemente. Was kann ich für euch tun? Erstmal stellen wir uns vor. Ich heiße Sadja. Ich komme aus Fazar. Fazar? Ein weiter Weg. Seid ihr die ganze Strecke zu Fuß gelaufen? Ja. Ist dies Draconia? Ja, das Konzil der Elemente zu Draconia. Ihr benötigt die Dienste eines Elementarmagiers? Oh nein. Ich bin hier, um mich dem Heiligen Heer anzuschließen. Ich will in der Gor kämpfen. Damit habe ich nichts zu tun. Wir können jeden gebrauchen, den wir kriegen können. Was kannst du? Ich suche einen Prinzen. Ich soll ihm diese Maske überreichen. Xerxes, bringt sie zum Prinzen. Mir wäre lieber, ich... Sofort. Wenn ihr mir bitte folgen wollt... Ich muss gestehen, wir sind etwas, wie soll ich sagen, überrascht über eure Ankunft. Nicht viele Menschen verirren sich hierher. Ehrlich gesagt ist mir dies auch ein Segen. Dieser Admiral geht mir langsam auf den Geist. Wusstet ihr, dass Draconia einst von Drachen erbaut wurde? All die Wunder dieser Welt vereint an einem Ort.
Und hinter jedem Stollen verbirgt sich eine neue Überraschung. Und dieser Mann will, dass wir all das liegen lassen und in seinem komischen Krieg mitkämpfen. Könnt ihr das fassen? Darf ich fragen, was es mit dieser Maske auf sich hat? Oje. Er erscheint mir vertrauenswürdig. Sie entzieht Menschen ihre Erinnerung und macht sie zu Sklaven. Das klingt nicht sehr erfreulich. Mir wurde gesagt, ich solle sie hierher bringen. Mehr weiß ich nicht. Sie sieht sehr alt aus, wie aus einer fernen, längst vergessenen Zeit. Ach, die Zeit. Ist Zeit nicht etwas Erstaunliches? Auf den ersten Blick wirkt in Draconia alles gigantisch und wir so klein. Aber das ist nichts im Vergleich zu der monumentalen Größe der Zeit, die in diesen Hallen schlummert. Unserem Wissen nach ist dies das älteste Bauwerk Aventuriens. Fast so alt wie die Zeit selbst. Ich hoffe, ihr habt einen langen Atem. Diese Treppe hier ist grausam. Oh. Und hier ein weiteres urzeitliches Wunder, über das wir nur staunen können. Ein Sternensystem, aber faszinierenderweise nicht das unsere. Wer hat es gebaut? Und warum? Zeigt es die Vergangenheit? Oder eine ferne Zukunft? Ich behaupte ja, es zeigt beides. Schwebt er? Das schaut zumindest so aus, als wäre er über... Er schwebt und wirklich. Und eine weitere Treppe. Er hat keine Füße. Ah, fuck. Die Zucchini. Ich liebe Zucchini. Warum ist Draconia so leer? Ich dachte, ihr zieht bald in den Krieg. Wo ist das Heer? Falsch. Wir, das heißt das Konzil, hat beschlossen, sich aus diesem Krieg herauszuhalten. Man drängt uns, unsere Meinung zu ändern. Aber solange das Sphärengleichgewicht nicht gestört ist, sehen wir keinen Grund dazu. Verdammt! Das heißt, es gibt hier kein Heer? Doch. Da hinten. Ja. Die fliegende Feste Keschalri. Ein Meisterwerk der elementaren Luftmagie. Habt ihr noch eine letzte Frage, bevor ich euch zum Prinzen führe? Komm, Scheiße. Was ist mit euren Beinen? Ich bin mit sehr schwachen Beinen geboren. So schwach, dass sie nicht mit meinem restlichen Körper mitwuchsen. Ein Luftgeist trägt mich seither durch mein Leben. Oh. Darin befindet sich das Heilige Heer? Ja, eine ganze Armee von Geweihten. Ein zweites Heer marschiert gerade von Zorgan Richtung Gor. In 3 Tagen werden beide Truppen kurz vor dem Plateau zueinander stoßen und gemeinsam in die Schlacht eintreten. All der Aufwand nur, um zu sterben. Tragisch. Wer ist der Prinz? Die Festung wird von 100 mal 100 Luftgeistern getragen, die in besonderen Kristallen gebunden wurden. Sogenannten Schwebesteinen. Der Prinz ist ein Meister der Beherrschungsmagie. Er sorgt dafür, dass die Geister in den Steinen bleiben und tun, was von ihnen verlangt wird. Aber wieso ein Prinz? Wie Admiral Vahim immer so schön sagt, in solchen Zeiten nimmt man, was man kriegen kann. Okay. Keine Wette. Bringt mich zur Festung. Ich muss diesen Prinzen sehen. Und wieder schließt ihr voreilige Schlüsse. Der Prinz befindet sich nicht mehr auf der Festung. Sondern hier, in diesem Loch. Nehmt meine Hand. Bitte was? Oh Gott. Die haben den... So, da wären wir. Ich hab euch ganz schön in eine Falle gelockt, hm? Ja, der Prinz ist ein Gefangener und ja, ihr habt ihm zugespielt. Habt ihr irgendetwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Was hat er getan? Er hat sich an den Schwebesteinen der fliegenden Festung zu schaffen gemacht. Er ist böse. Und wir haben ihn gefangen. Ihr wisst nichts darüber?
Dieser Raum ist ein Gefängnis? Draconia hat keine Kerker. Daher mussten wir umdenken. Wir befinden uns hier direkt über dem Sphärenobservatorium. Die Magie des Observatoriums hält die Matrix des Raumes stabil. Das macht es unmöglich, hier zu zaubern. Ihr versteht das Prinzip? Nein. Dabei ist es so einfach. Also in Improvisation würde ich Ihnen eine 9 von 10 geben. Was will er mit der Maske? Wer weiß? Ich wusste bis eben noch nicht einmal, dass so ein Artefakt überhaupt existiert. Und wir haben ihm gesagt, dass man damit Erinnerungen löscht. So eine Scheiße. Lasst mich gehen. Ich habe die Maske unter falschem Wissen hierher gebracht. Ich bin unschuldig. Ich weiß. Auf dem Weg hinauf habe ich einige Zauber auf euch gewirkt. Ich weiß, dass ihr nichts Böses wollt. Na dann. Bevor ich euch gehen lassen kann, müsst ihr mir erst die Maske, euren Stab und den Dolch geben. Anders geht es nicht. Die Maske, okay, aber... Den Stab? Warum den Stab? Und warum den Dolch? Fehlen nur noch der Stab und die Maske. Und nun noch die Maske. Halt! Seid ihr des Wahnsinns! Ihr habt mich doch hierher gebracht. Keine Sorge, Magier. Du kannst die Maske ruhig haben. Noch brauche ich sie nicht. Seht ihr? Und nun gebt sie mir! Schade, ich hätte auch mal versuchen können, ihn abzustechen. Ich bin gleich zurück. Wer auch immer du bist, danke, dass du sie hierher gebracht hast. Hätte ich gewusst, dass du dahinter steckst, hätte ich es mir zweimal überlegt. Kennst du ihn? Hallo, Kasim. Ich bin es. Sadia. Satya? Satya! Wie lange ist das her? Seit du mich aus dem Palast werfen ließt, lange genug, um diese Zeit hinter mir zu lassen. Als hätte sich seither irgendetwas verändert. Ich bin immer noch der alleinige Erbe der Mogul-Dynastie. Und du? Du bist nichts. Du irrst. Ich werde in die Schlacht gegen die Dämonenhorden eintreten und ich werde triumphieren. Ganz Avestan wird meinen Namen kennen. Und alle Menschen werden in Ehrfurcht vor mir auf die Knie fallen. Glaubst du das wirklich? Du kannst dich nicht ändern, Satya. Du wirst immer diejenige bleiben, die du einmal warst. Zweitrangig, unbedeutend. Mein Name dagegen, mein Name wird unsterblich sein. Nehmt meine Hand. Ich bringe euch an einen gemütlicheren Ort. Was glaubst du, woher kannten sie sich? Er ist ein Prinz, sie eine Prinzessin. Vielleicht sind sie Geschwister. Was mich vielmehr wundert, ist, woher der Magier von ihrem Gespräch wusste. Er war nicht dabei, und doch steht es in seinem Tagebuch. Lies mal weiter. Ich brachte die Frau auf ihr Gemach. Es war offensichtlich, dass sie den Prinzen kannte. Doch konnte ich auch weiterhin keine Böswilligkeit in ihr erkennen. Um sie im Auge zu behalten, befahl ich einem meiner unsichtbaren Luftgeister, sie auch weiterhin zu beobachten. Aha! Ich werde euch nun allein lassen. Ruht euch aus. Ihr werdet bei Kräften sein müssen, wenn wir euch morgen zurückschicken. Ich bin nicht hierher gekommen, damit man mich zurückschickt. Ihr wart das Instrument eines Verräters. Ich bezweifle, dass Admiral Vahim so jemanden auf seiner Festung haben will. Lasst mich mit ihm reden. Auf dem Tisch steht Wasser. Frisches Gemüse lasse ich euch bald bringen. Wir sehen uns dann im Morgengrauen. Gute Nacht. Wenn ihr nicht mit dem Admiral reden wollt, dann mache ich es selbst. Und bleibt bitte auf eurem Zimmer. Gutmütig. Errungenschaft freigeschaltet. So. Eine Pflanze. Kann ich... Nee, die haben den Stab nicht mehr. Wir können keine Zauber mehr wirken. Pflanze. Sie fühlt sich an wie Wachs.
Kennt ihr diese Plastikpflanzen? Ne? Vielleicht ist das ja sowas in der Art. Wie? Man hat mich hier eingesperrt. Ja. Das ist sehr gut. Niemals. Ich bin müde. Aber wenn ich einschlafe, bringt man mich im Morgengrauen zurück nach Fasar. Das muss ich verhindern.